Oh mein, was? Was? Oh mein Gott! Oh nein, ich war zu lange weg. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Craft Attack 11 mit mir, Basti GHG. Ihr wart sauer. Ihr wart wirklich sauer mit mir. Ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen. Ernsthaft, also ich habe wirklich ein paar DMs und so weiter bekommen, in denen mich Leute sogar beleidigt haben und mir geschrieben haben, hey, das ist nicht gut, was du machst. Ich war ein paar Tage nicht auf dem Server. Ich habe ein paar Tage mich um andere Main-Channel-Aufnahmen primär im Stream gekümmert und habe ein bisschen weniger Craft-Hack gespielt. Bin aber jetzt wieder am Start und will für euch auf jeden Fall heute eine stabile Folge aufnehmen. Nur, ich habe nicht damit gerechnet, dass das heute so leer ist. Lasst auf jeden Fall einen Like da, abonniert den Kanal und wir werden heute über alles mögliche auch ein bisschen quatschen. Ich habe es in der letzten Craft-Hack-Folge eben auch schon angesprochen. Ich muss euch immer wieder auch erzählen, in der Craft-Hack-Zeit ist es immer so, dass ich halt zwei Main-Channels mehr oder weniger habe und ich halt den Zweitkanal wie auch meinen Main-Channel gleich stark versuche zu bespielen. Das ist dadurch, dass ich mich trotzdem nicht zerteile und zwei Personen habe, die die Videos aufnehmen, sondern halt nur ich, ist das halt immer ein bisschen viel Aufwand. Und ich habe jetzt halt wieder ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr für den Main-Channel zu machen, was halt, glaube ich, auch trotzdem, also ist ja trotzdem eine verständlicher Grund, weswegen halt ein bisschen weniger Craft-Hack und so weiter kommt, weil halt die Main-Channel-Videos ja dadurch halt sehr geil sind. Gerade die XXL-Videos oder diese sehr besonderen Aktionen, die wir jetzt da gerade machen. Und da kommt in der kommenden Woche auch nochmal was sehr, sehr Großes auf euch zu. Und noch eine wichtige Sache, wir sind mittlerweile auf WhatsApp verifiziert, also joint den Kanal. Ihr müsst einfach nur in der Suchdings bei WhatsApp nach BastiGG suchen. Und da habt ihr unseren coolen Kanal. Wir sind mittlerweile unfassbar viele Leute und es soll noch mehr werden. Somit habt ihr halt auf jeden Fall, ja, eigentlich keinen direkten Nachteil. Aber es sind ein paar Leute dabei, die, glaube ich, davon ausgehen, dass ich halt 8 Monate jeden Tag Daily Craft-Hack bringe. Ich sag euch ehrlich, diese 45 Tage oder diese 45 Videos, die jetzt halt daily kamen, die hauen schon ordentlich rein. Das hatte mit sehr viel Vorproduktion vorm Start von Craft-Hack zu tun, plus eben auch sehr lange Tage, sehr viel noch Offstream auch teilweise machen, für auch Aufnahmen, was nicht so gang und gäbe ist. Und momentan genieße ich es auch sehr, mal wieder einen Gang runterzufahren und merke selber, dass es mir sehr ganz, ganz gut tut. Und es ist halt auch momentan ein bisschen, es ist halt jetzt auch Weihnachtsvorbereitungszeit, ich muss auch ganz kurz ein bisschen Privatleben machen. Aber jetzt sind wir hier, jetzt sind wir am Start und ich gucke mir als allererstes an, was hier so passiert ist. Als allererstes, ich war jetzt das erste Mal seit ein paar Tagen nicht auf dem Server. Was ist denn hier rausgegangen an? Ja, eine Schalke haben wir verkauft. Besser als keine Schalker. Ja, 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 ja. Worum soll es heute in der Folge gehen? Logischerweise, wir werden die Zeit heute nur nutzen. Ein bisschen quatschen, ein bisschen bauen, ein bisschen machen. Stegi kommt auf jeden Fall auch gleich. Wir haben nämlich doch gerade eine Challenge zusammen aufgenommen. Und eigentlich kann das was werden. Der ist vorhin offline gegangen. Stegi kommt sicher noch. Und was wir auf jeden Fall als allererstes mal abchecken müssen, ist... mehr oder weniger das Wichtigste. Es ist noch da. Und alle Wardens leben. Aber was soll das denn? Und was soll vor allem das da drüben? Was ist denn hier los? Die Verteidigung hat funktioniert. Wer wagt es? Wer traut sich? Das würde mich aber jetzt sehr brennend interessieren. Aber es sieht auf jeden Fall danach so aus, als wäre es auf jeden Fall erfolgreich verteidigt worden. Ansonsten... Stegi, ja, surprise, surprise. Hier wurde jetzt nicht allzu viel weiter gebaut, aber wir haben den klassischen, ich bin mal kurz AFK, Stegi-Spot. Hm. Das Wasser habe ich selber zugebaut damals. Hm. Dann haben wir hier unser großes Projekt. Fertig oxidiert ist das jetzt hier natürlich auch noch nicht. Ich habe ein bisschen Probleme, was aktuell die Treppe angeht. Hm. Da werden wir uns eventuell heute noch mit Feister vielleicht ein bisschen darum kümmern. Blöcke zum Bauen haben wir. Mich würde jetzt aber mal manches interessieren. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Für mich immer noch eines der besten Bauprojekte. Luxusvilla von Noriax. Noriax einmal mit Revi in Köln feiern gewesen. Der Junge ist danach nie wieder aufgetaucht. Danach, also schon, keine Sorge, aber der hat danach halt kein Crafting mehr gespielt. Retalk, das war die letzte Aktion, die ich von Noriax im Kopf habe, war, er hatte dieses Wochenende mit Revi, wurde krank und dann war er weg. Hier die super duper Basis von Heiko Castcrafter, dem besten castigen Crafter der Welt. Unser weit entfernter Nachbar, Stegi. Was ist hier passiert?
Basti Zockt ist gestorben beim Versuch. Basti Zockt hat versucht, mein Drachenei zu klauen. Gibt es irgendwelche Clips oder, weiß ich nicht, YouTube-Sachen? Oh mein Gott. Nachtschicht. Oh, Feister, du bist mein süßer Engel, der mich sowas von aufblühen lässt. Was ist für I? Yippie, habe ich gesagt. Achso, Yippie. Ich dachte I. Weißt nee, du, was ich hab heute... Ja, ich wurde heute in League of Legends gecoacht. Oh, und? Spielst du League of Legends? Boah, wenn dir jemand die ganze Zeit so über die Schulter schaut, das macht einen so nervös. Ich habe so gezittert. Wie in Real Life? Nein, aber so vom Ding her. Einfach so, wenn da jemand die ganze Zeit jeden Move von dir analysiert und sowas. Ja, dann merkst du erstmal, wie gut oder wie schlecht man ist. Wie schlecht man ist. Ratte! La Ratte! Ich dachte, eine Sache, ich bin auf dem Server gejoint und du siehst ja, also es sah genauso vorher aus. Also es war Halbzüling und Heikos Cam noch online. Ja, nee, letzte Welch? Zeit. Es ist so, nachmittags sind so 8 Leute on. Ernsthaft? Aber warum, Freitagabend, warum ist denn keiner live? Oder online? Ich weiß nicht, also ich bin kurz vor einem Burnout. Oh. Ich muss Pause machen. Okay. Das ist, also bei mir kracht's richtig gerade. Oh, was los? Ich weiß nicht. Es ist einfach so, ich werde so nach 2 Stunden Stream schon so richtig müde und alles kracht. Mhm. Heute ging's klar, aber ich habe mir gesagt, dass ich extra früher Schluss mache, weil ich auf meine Gesundheit achten will. Willst du mir jetzt gerade ein schlechtes Gewissen einreden? Nee, ich will dir, wie soll ich sagen? Ich habe Respekt vor dir. Ich will dich ja auch gar nicht groß aufhalten. Du willst mich ins Loch schicken? Nein, ich möchte mit dir was gemeinsam angucken als allererstes. Ich habe nämlich was mitbekommen. Als ich mir meine Base angeguckt habe, hast du das gesehen, was da im Loch schon da war? Ich hab's gerade im Stream gesehen mit Basti Zockt, oder? Ich habe hier nämlich einen YouTube-Ausschnitt. Wie nennt man das? Drachenei-Clown in Craftech 11 vielleicht. Das vielleicht ist so gut. Vielleicht ist aber ehrlich gut, weil, niemand kann ihn jetzt dafür belangen eigentlich. Das ist wie ein Fragezeichen hier im Titel. Okay. Wird das passieren? Hey, der ist halt safe schon mal gestorben. Ich will jeden Tod von dem mitbekommen. Nee, der ist kannst mit Lost. Kannst du oben rechts die Texteinblendung vorlesen? Digga, warte mal, was steht da? 50 Euro morgen nochmal? Das mache ich auch, hä? Das hört sich smart an. Bei 100 Euro streame ich eine Stunde weiter. Okay, ich bin bei 1,50 Grad. Lass uns das mal bitte ganz kurz einziehen. Ja, genau. Einziehen. Ja, same. Aber er hat einen Greenscreen. Ja, das ist das, okay. Das machen auch viele Leute. Die Meta verstehe ich auch nicht so ganz. Bob, stark. Ich gehe an diese Stelle hier. Schön gemacht. Die sind schon aggro. Da will ich hin. Oh nein, das war zu weit. Ich bin dumm. Dass er das mit Enderperlen macht, ist krass. Ey, was geht, Basti und Feister? Ich hab kurz pausiert. Was geht? Ey, wir haben gerade Basti Zockt Stream geguckt. Der hat versucht, meinen Drachen einzuklauen. Oh, Mensch. Hat er nicht geschafft, oder? Du hast einen Clip gesehen, wo ich dich durchbeleidigt habe. Hast du gerade gehört, was ich davor gesagt habe? Nein. Du hast nur gesagt, dass ich kurz Köln war und dann nie wieder da war. Aber ist es true? Nee, ich spiele gerade Kaktus klicken mit Trimax. Marcel, du bist live. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Nee, was gibt's denn? Was muss ich machen? Hallo? OBS starten und Stream starten und dann einfach da sein und streamen und machen. Ich bin seit 4,5 Stunden live. Jetzt, ich will jetzt hier keine Werbung machen, so, aber weißt du, also ich bin am Arbeiten, aber ich habe eine Schicht auf einer anderen Baustelle gerade. Ich dachte, wir hören uns bis nächstes Jahr nicht mehr. Meinst du, du bist nächstes Crafter wieder dabei? Hoffentlich, wenn du das zulässt, glaub schon. Nee, aber bei dir alles, du warst ja auch krank, oder? Ja, bei mir hat's richtig zerrissen mit so Schüttelfrost und so. Ich war richtig im Loch. Jungs, Retalk, das ist halt so ein bisschen, meint ihr, habt's ein bisschen am Anfang ein bisschen mit Craftech übertrieben? Natürlich. Ja, ich auf jeden Fall. Komplett. Also ich bin völlig du weißt gar nicht, wie dunkel meine Gedanken sind. Irgendwie, ich habe wirklich so Burnout-Erscheinungen und dann nach so 2 Stunden Stream, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und bin so richtig Lash einfach. Mann, Jungs, ihr sagt beide das Gleiche. Was habt ihr gemacht? Ich bin die erste Woche 6 Uhr aufgestanden und hab von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens gestreamt in der ersten Woche. Dann habe ich 4 Stunden geschlafen, war kurz duschen und hab das dann wieder gemacht. Aber das ist meine einzige Chance gewesen, weil jetzt... Ja, und jetzt hinten raus knallst voll rein und denkst, jetzt ist geil, wenn du krank bist, nicht streamen kannst. Du musst eine Balance finden. Das ist dumm. Ja, aber Craftech haben sich Leute für mich interessiert und jetzt kracht's, weißt du? Und ich muss die Zeit, die ich hatte, nutzen. Die Leute interessieren sich auch während Craftech für dich, wenn du nicht 21 Stunden live bist, sondern auch, weiß ich nicht, nur 12, aber dafür mal wenigstens ausschlafen kannst.
Ja, kann sein. Jungs, ich respekte eure Ehrlichkeit, ne, dass ihr da so auch ehrlich so drüber redet und so, aber das, ihr müsst das in einem, ihr müsst da wirklich eine gesunde Denkweise entwickeln. Das ist unfassbar wichtig. Ja. Ist ja nicht verkehrt, obvious, das ist irgendwo ein Konkurrenzkampf und so weiter, aber du musst dich halt, du musst das halt irgendwie ja auch irgendwo ausblenden, weil wenn du zu sehr fixiert darauf arbeitest, nur das so und so zu erreichen und gefühlt dein Stream reinscheißt, weil du beispielsweise ja eigentlich heute noch mehr Zuschauer haben könntest, aber denk doch an die Zuschauer, die trotzdem jetzt gerade am Start sind und mach einfach trotzdem deinen bestmöglichen Job. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob sogar, ich weiß nicht, ob es ein mentales Ding sogar ist, was ich habe, wo ich kaputt bin, oder nur so ein Content-Loch. Weil so irgendwie, Stream hat sich leichter angefühlt wie ein Craft Attack, weil man halt einfach kaum, das ist so einfach, und jetzt so, ich glaube, ich bin so körperlich, geht es mir, glaube ich, noch gut und ich könnte sogar jetzt, glaube ich, weiter jeden Tag 10 Stunden, ja. 20, 5 Stunden zimmern, aber es ist anstrengender, sich den Content und so zu verdienen und Leute zu unterhalten. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist dir halt in die Hände gefallen, dass du halt easy als 12 Stunden oder so füllen konntest. Ja, schön aber von die Paluten, die schön die Vormittags-Paluten-Rotation, dann rüber rotieren zu Basti GHG abends, dann da ein bisschen labern, dann, ich musste einfach nur dir eine dumme Frage stellen, weißt du, so, dann, ja. Das war schon witzig so, das hat gereicht. Dann habe ich den Auftrag gegeben und ich war der Böse und musste noch Geld geben. Das ja, ey, chill, ich bin sehr dankbar, Mann. Nein, ich wollte so ganz kurz meinen Chat sagen, also wie du rückblickend darüber redest, wenn ich dir einen Auftrag gegeben habe oder so, aber bei mir im Chat. Nee, das hat mir sehr geholfen. Ey. Wenn ich, mach mir nochmal einen Offstream-Talk. Oh! Ja, Gänsehaut. Ich will jetzt gewünscht. Treppe bauen. Nein, okay. Komm, ey, wollen wir zusammen Basti Zock noch weiter gucken? Ja, lass machen. Ich bin bei 1,52. 3, 2, 1, go! Schöne Musik. Schön verspielt. Ja. Kuss, Digga. Das ist. Kuss, Diggi. Es macht das Ganze jetzt schwieriger, weil ich dumm war. Riskant und gewagt ist das. Ja, es muss aber getestet werden. Wie viele Waypoints er bei seiner Map hat, ist so krass. Bro, Real Talk, Alphabet zweimal. So. Ja, der wird zerrissen. Scheiße. Ey, der wird aufgefressen. Wo ist er? Was los, Basti? Checkt nicht. Okay. Nein. Ja, Bro, er ist tot. Ah, ich weiß nicht. Zwei. Ich glaube, eins. Ist, Das war's. Okay, gleich sollte was kommen. Ja, die hören das nicht. Er hat auch 4 Scaffoldings dabei. Er war doch das ist wie Varo-Finale gerade. Er hat richtig Stress. Du musst an der Seite gucken. Oh, jetzt aber. Oh, erstmal eine Möhre. Ah, sehr gute Arbeit! Verteidigung! Ja. Ey, was geht denn ab, Leute? Veto! Veto hat einfach aufgehört mit Streamen. Egal. Er hat mich aufgehört. Mit aber er hat komplett aufgehört. Willst du auch noch erzählen, wie es alles kracht bei dir? Lass mal aus der Gruppe raus, bitte. Hä? Ja, so ist besser, so können es die anderen nicht hören. Veto, du hast irgendwann Subathon abgebrochen, hast einen Stream gemacht und seitdem warst du weg. Ja, ich bleib jetzt auch weg. Retirement. Danke dir auch. Bis nächstes Jahr. Hashtag 12, ich bin wieder da. Das ist halt auch kein Joke von ihm, ne? Mit Veto war so krass. Ich schwöre, er war mein größter Widersacher. Er ist immer noch früher online gekommen fast. Veto, was ist momentan? Ein bisschen Ruhe lieber. Jojo, ein bisschen YouTube wieder. Wollen wir noch zusammenziehen, Veto? Nee, kein Bock mehr auf dich. Wir haben seit 5 Tagen noch nicht mehr geredet, seit er das letzte Mal da war. Ey, richtig geil, dass er dann zusammenzieht. Nee, aber eine gute Freundschaft kann auch so leben, wenn man nicht jeden Tag redet. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr zusammen in eine WG zieht, dass Veto einfach irgendwann einfach mal auf einmal weg ist und er ist einfach irgendwo anders hingezogen, ohne was zu sagen. Digga, das wäre so respektlos. Er lässt mich auf Miete sitzen. Warte, das kann echt passieren. Nee, der geht irgendwie, nimmt seine drei Sachen und geht zu dem E-Girl. Ja, nee, was geht denn ab so? Was machen wir heute? Ja, ich hab mal ein bisschen geguckt. Jetzt haben die Jungs haben mir ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet, wie schlecht kaputt es denn geht. Genau, und ich habe jetzt ein bisschen geguckt, was sie zockt, hat versucht, das Drachenei zu klauen, ist dabei aber kläglich gescheitert. Keiner von euch dreien war aber da, um ihn eventuell aufzuhalten. Nee, lag im Bett, war traurig. War ja im Urlaub. Ich muss meinen Hafen bauen. Bro, du hast deinen Hafen da drüben gebaut, hier, und das ist da passiert. Ich bin wieder Mitarbeiter. Mann, Basti Zock war nie on, wenn ich da war. Ey. Wollen wir kurz mal in der Schatzkammer gucken, ob noch alle Dias da sind? Das würde mich auch nochmal interessieren. Bitte, warum wolltest du nicht in die Gruppe? Oh, Feister, du hast ein bisschen an der Wand gemacht. Nein. Also das ist schon die ganze Zeit so. Steck einfach die Props ein, Digga. Hättest du einfach mitnehmen müssen. Also das war ich, ja, aber wie soll ich sagen, ich habe nichts gemacht seitdem. Alright, eigentlich müssen wir Basti Zock die Wand fertig. Wir müssen eigentlich mal Basti Zock jetzt konfrontieren, oder? Ja, Mann, lass ihn an die Wand stellen. Wo ist der Übeltäter? Lass mal zum Spawn.
Oder wo wohnt er? Jojo, was geht? Hallo. Hey. Ey. Halt mich drück, Basti. Was ist los? Ich wollte kurz einfach nur Bescheid sagen, dass so 100 Diamanten das Ganze kostet, ne? Das Sicherheitssystem testen, es ist wirklich perfekt. 100 Diamanten kostet das? Ja, ja, für das Testen des Sicherheitssystems. Ich hab mir sagen lassen, dass es 200 kostet, abholen. Überhaupt in meiner Basis so nah am Drachenhai zu sein. Das glaube ich nicht, das stand nirgends. 200 Dias. Also ich wurde beauftragt und das kostet 100 Diamanten. Ich bediene mich in der Schatzkammer, okay? Alright, Jungs. Warte mal, 100 Diamanten sind viel. Was ist Zeug? Ich würde es mir zweimal überlegen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Warte. Ey, nee, ich habe meine Netherite Chestplate habe ich vergessen. Das wäre ein unfairer Kampf. Dann hol sie nochmal und dann baust du alles ab hier. Also, ja, ja, komm. Erklär mir mal ganz kurz, was hast du denn da am Drachenei gesucht? Es war einfach nur ein Experiment. Ein Experiment. Und wenn das Experiment also, geglückt hätte und du eventuell nicht von den Wardens zerschossen worden wärst, dann wäre das Drachenei jetzt einfach weg. Das wertvollste, besonderste Item auf dem gesamten Server, was mir gehört. Warte. Hättest du einfach eingeschnappt. Hast du es dir angehört? Hast du es dir angehört? Ja? Ich höre mir gar nichts an. Ich sehe nur die Tatsachen, dass du an meinem Drachenei viel zu nah dran warst. Dann hast du gehört, dass ich es vielleicht genommen hätte und wieder hingesetzt hätte. Dann wäre es gar nicht aufgefallen. Doch, du hättest das Achievement bekommen. Aber es war ja keiner auf dem Server, der es gemerkt hätte. Du hattest eine Live-Übertragung an, die ins Internet gestreamt wurde. Und du warst mit zwei anderen Leuten in der Gruppe. Ja. Ja. Vielleicht hätte ich das ja offscreen gemacht. Ja, das ist einfach. Und dann aber wir sind ja Content Creator. Vielleicht habe ich das ja, das Achievement. Also gib mir so ein bisschen Vibes. Gib mir so ein bisschen so Vibes von. Ich habe im Singleplayer Basti Gagis Drachenei geklaut. So, ja, kannst du halt auch machen, aber. Ja, Basti Zock, wir haben auf jeden Fall ein Problem dann. Also, das geht so auf gar keinen Fall. Weil du kannst dich einfach im Nachhinein irgendwie genauso sagen: Hey, ich versuche dich zu töten. Wenn ich dich jetzt getötet habe, das ist halt nur ein Test des Sicherheitssystems oder ob du dich selber genug sicherst. Also, nehme ich jetzt einfach die 100 Diamanten und gehe. Du wirst mir 200 Diamanten geben. Für was? Dass du hier eingebrochen bist. Ich habe dir hier auch ganz viele Diamanten gegeben. Do you remember? Das weiß ich noch. Do you remember? Da wusstest du auch, worauf du dich auch gerade dran denken. Let's go. Worauf du dich eingelassen hast. Ich habe mir auf gar nichts eingelassen. Es war ja keiner da. Ja, das ist ja noch eine andere Sache. Deswegen bin ich ja erst recht. Dachte, das uns verbindet da so ein bisschen was. Und ich dachte, dass wir eigentlich da auf einem guten Weg sind. Was verbindet uns? Der Vorname. Naja, dass wir da zusammen gut. Ein bisschen Dias gefarmt haben, so einen kleinen Contest hatten einen schönen Abend. Und jetzt später brichst du dann bei mir in der Basis ein und willst mir das wertvollste Item auf den gesamten Server klauen. Ich wollte es nicht klauen. Ich wollte nur das Sicherheitssystem testen, ob es wirklich so krass ist. Und ich dachte wirklich, dass keiner mehr Bock hat auf Crafting, das vorbei ist. Wirklich, das war der Grund. Es war keiner mehr da. Oh, sag das nicht! Sag das nicht laut! Wir sind immer da. Ich war echt traurig. Ich hab das auch gedacht und ich hab das nie in Betracht gezogen. Ich sag dir so viel, ich bin in der Lage, darüber hinwegzusehen, wenn ich jetzt 200 Diamanten bekomme. Wie viele? 200. Warum 200? Weil es das Doppelte ist von dem, was du verlangt hast und das absolut dreist war. Oh mein Gott, ja. Was macht er mit ihm? Ja, das Ding ist jetzt, ich hole meine Netherite Chestplate, dann machen wir 1-1 und ich mach dich platt, oder? Kaiserslautern gegen FC Bayern. Das würde ich nicht auf mir sitzen lassen, Basti GG. 200 Diamanten. Dann lassen wir's halt. Zeig, wer der stärkere Basti ist! Es ist War Hardstack gegen Real Madrid. Kieler Sports gegen Barcelona. Ich trainiere eine Woche und dann fighten wir, okay? Mike Tyson gegen meinen Vater. Basti, ich weiß nicht, ob du es verstanden hast. Ich will 200 Dias jetzt haben. Jetzt sofort, ja. Stellt sich mal jemand an den Ausgang, kurz. Bitte. Ja, klar. Warte, ich organisiere die 200 Diamanten. Moment. Ja. Oh, ich habe sogar 5 dabei. Aha, netter Versuch. Wo hast du die 5 her? Die habe ich, die schuldig GroKo, die habe ich den wollte ich ihm geben. Ja, wirklich. Wenn ich die nicht gebe, diese 200 Diamanten, was passiert dann? Was denkst du denn? Ja, ich werde getötet, aber was habt ihr dann davon? Hast recht. Du musst ja eigentlich mal verstehen, du kannst ja nicht einfach machen, was du möchtest auf dem Server. Du kannst ja nicht einfach hier hingehen und bei anderen Leuten einbrechen und deren Sachen versuchen zu klauen. Und dann am Ende jetzt hier so das dastehen lassen, als wenn, ja, ich wollte nur was testen. So geht's nicht. Ich wollte wirklich nur was testen, wirklich, wirklich, wirklich. Aber das wäre das zweite Aber Mal schon, dass du das Drachenei testen möchtest. Stopp. Das erste Mal habe ich damit nichts zu tun gehabt. Aber wirklich. Komischerweise warst du bei der Person, die das Drachenei auch tatsächlich entwendet hat, dabei und warst auch mit im Call und hattest natürlich gar keine bösen Absichten und hast im Nachhinein noch mitbekommen, wie kacke das war. Und dann bist du beim zweiten Mal
alleine noch mit dabei. Zeig mir ein bisschen, dass du nicht daraus gelernt hast, was beim ersten Mal passiert ist. Du bist wie ein Kind. Du lernst dich aus Fehlern. Und jetzt hast du Netherite Chestplate an, toll. Vogelkacke. Oh, nice. Danke. Auch so, komm, lass loslegen. An sich muss ja niemand bloßgestellt werden. So? Es geht ja wirklich nur um 200 Diamanten. Ja. 22 Blöcke und 2 Dias. Und dann? Bist du raus. Bis wann muss ich die haben? Naja, jetzt. Jetzt? Du wirst ja wahrscheinlich eine Dia-Schalker dabei haben. Der Klaner-Schulden. Nee, ich hab gar nichts. Du kannst gerne mal in der Netherite nachgucken. Ich hab 5 Diamantblöcke. Ja, aber was ist, wenn ich die nicht hergeben möchte und einfach nochmal welche farmen gehen kann? Weißt du so? Dann kann ich in den Titel schreiben, ich farme 200 Diamanten für Basti GAG. Klassiker wie Mozart. Das wäre so gottlos. Ich glaube, es wären langsam ein bisschen mehr Diamanten. Nein. Ich farme 500 Diamanten für Basti GAG. Easy. Wenn ich fertig mit dir bin, farmst du gar nichts mehr in Minecraft. Okay, Basti, ich tue jetzt mal so, als ob mein Tisch du wärst. Das passiert dann. Was willst du mit den Diamanten? Aber der Tisch ist dein Torso in Minecraft. Okay. Man wird schon vor, der klingt so. Einfach Holz. Ja, krass, was machen wir jetzt? 300 also, Diamanten. Jeder von uns 100 Diamanten und ich bin raus. Das ist einfach nicht die feine Art. Ich kann dir, du kannst mich doch auch verstehen. Ja, ich habe mich auch nicht wirklich angestrengt. Immer wenn ich Mathe 5 hatte, immer gesagt zur Mutter. Genau, du hast, ja, aber du hast mich nicht angestrengt. Ich hätte alles wäre drin gewesen, aber habe mich nicht angestrengt. Du hast selbst dein Stuff hast du nicht mal, also den hast du nicht mal abgebaut. Deine Scaffoldings, dein Netherrack, einfach das ganze Loch. Oh, stimmt. Oh. Das habe ich vergessen. 300 Diamanten, du kannst danach trotzdem immer noch, weiß ich nicht, dann farmst du halt nochmal Diamanten für Basti GG, aber ich will jetzt erstmal 300 Diamanten. Ich zahle doch jetzt keine 300 Diamanten. Aktion, Reaktion, du hast eine Straftat begangen und dafür musst du jetzt halt Konsequenzen haben, tragen. Und ich sage 300 Diamanten. Okay. Basti, ich kriege jetzt 300 Dias, ansonsten ist es jetzt wirklich vorbei. Oh mein Gott, er meint ernst. Er macht Sense. Können wir das nicht auch irgendwie... Wir haben Gerichtsgebäude, ich verlange einen Anwalt. Au. Der hat seit 2012 nicht mehr geschlagen. Oh, was tut er? Oh, was? Also vor Gericht sieht es nicht gut aus, ne? Der König hat walten lassen. Ich bin in Schockstache. Ich schwöre, der Mann hat seit kaum 2010 das Schwert eigentlich nicht mehr geschwungen. Aus Retirement gekommen, um Basti Zock zu töten. Das heißt, ich muss jetzt mein Zeug neu farmen. Naja, hättest du mein Drachen-Ei mir zurückgegeben? Ich kann ja auch nicht überlegen, oder ich kann ja auch nicht wissen, ob das jemals passiert wäre. Ich doch. Weiß nicht, habe ich keine Gewissheit drüber. Als ob ich mich sowas trauen würde. Nee, Retalk. Also, kannst gerne, wie gesagt, gerne die Diamanten zahlen, ohne dass du jetzt noch irgendwie versuchst, das Ganze in die Länge zu ziehen. Und dann kann ich mir eventuell noch mal überlegen, ob du den Stuff zurückbekommst. Basti, hau auf den Tisch. Au. Meinte ich den anderen? Also, ich bin gleich wieder da. Ja. Und dann gucke ich mal, was meine Enderchest so hier hergibt. Das Einzige, was du brauchst, was ich hab, ist das hier. Die Chorusfrucht. Er braucht eine Enderchest. Ja, Er stammelt rum. Er kann nicht zählen, das sind nämlich keine 200. Ich krieg 33. Der muss Video auf 20 Minuten ziehen. Er muss langsam droppen. Er geht weg. Ihr guckt sonst rein. Da sind keine Diamanten drin. Meinst du, da sehen wir nämlich, wie viele Diamanten da eigentlich wirklich drin sind und das 300 Dias gar kein Problem ist? So, jetzt wäre übel geiler Move. Ich habe Obsidian rausgeholt und Ender Crystals und jag euch in die Luft. Geil, oder? Du bist nicht in der Lage, rechts und links so schnell zu drücken. Ich tut mir leid, bin ich, weißt du, da muss man realistisch sein. Warte mal, wie viel muss ich noch geben? 28 Blöcke und 3 Dias noch. Was? Jetzt noch 3 Dias. So, und dann, der eine ist Bearbeitungsgebühr. War das jetzt so schwer? Basti hat sich richtig angestellt, hast recht. Ich habe vor 2 Stunden gesagt, er kommt auch gleich auf den Server, seitdem guckt er sich Mülleimer an. Also der Plan war ursprünglich so, ich wurde die ganze Zeit geschrieben, Chat klaut das Drachenei, er ist nicht da. Und dann hat einer geschrieben, der kommt später. Ich wollte es eigentlich so lange hinauszögern, dass du online kommst und mich gerade so erwischt, wie ich auf dem Scaffolding stehe und so. Aber du bist dann nicht gekommen, ich musste pennen, weil müde und dann war halt blöd. Alles gut. Leidensgeschichte. Ja.
Aber bin ich ja froh, dass wir das klären konnten, Basti. Ja, war doch gar nicht so schwer, ne? Na, musst du dir immer sagen. Immer wieder gerne mit dir Geschäfte zu machen hier, ne? Das war absolut in Ordnung. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe ihm ja sogar den Stuff nochmal wiedergegeben. Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, ich sehe darüber hinweg, wenn er diese Dias zahlt. Er hat es gemacht, ich sehe darüber hinweg. Und oh, das ist in Butter, alright. Was hat er noch gesagt? Hat mich richtig rumbeleidigt, richtig schlimm. Er hat richtig, ich kann das jetzt nicht wiederholen. Aber er hat richtig, er meinte, ich kann das jetzt hier nicht sagen bei dir, aber weißt du jetzt. Aber glaubt ihr, war ich noch zu nett? Nein, wir hätten ihn fesseln sollen. Und dann... Ich find's geil, wie du die ganze Zeit Stärke in der Hotbar hattest. Gänsehaut. Dass du so ein 1v1 verloren hättest, ohne die Stärke. Also, aber nicht so, auf einmal, der packt richtig aus. Es ging darum, dass ich einfach, wenn er dann eingebaut ist, dass es einfach schnell geht. Und jetzt nicht so unangenehm lange... Er dünkt der S-Tab auf einmal, er macht Montage, er lädt TikTok hoch, 2 Monate lang. Alright, dann ist das auch erstmal soweit geklärt.